Auf geht's. Zweiter Arena-Orden. Besser gesagt, erstmal die Mission, aber fast. So, mal schauen, was es hier zu tun gibt. Die Wasserrätsel. Okay. Das Ding ist, jeder von denen Trainern hat 6 Pokémon. Und ich kann mich nur teilen zwischendrin, ne? Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Schauen wir mal. Ein Safkan und ein Amaldo. 1A Wasser-Pokémon, wie man sieht. Gute Randomizer-Challenge. Oh, Level 27. Ja, das fängt schwieriger an als erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ja, geht so vom Damage, ne? Ja, der macht ein bisschen mehr Schaden an mir. Na, das macht überhaupt keinen Schaden. Ja, Softcon kann ich, glaube ich, erstmal getrost ignorieren mit Härtner. Ich weiß gar nicht, ob das mit Level 27 überhaupt eine andere Attacke kann. Ich glaube fast nicht. Ja, und da geht mein erstes Pokémon down. Da ist natürlich dann die Frage, ob ich überhaupt alle Trainer beim ersten Versuch schaffe. Wenigstens kriegt mein Dynamon Hochmut plus 50% Schaden. Und leider mache ich jetzt auch direkt noch das Safkon mit down. Außer meine Attacke verfehlt, das wäre toll. Nö, einmal wenn man sich... Ich habe es nicht mit einem Schlag down gemacht. Interessant. Eine Whiskergoat kommt als nächstes. Sehr schön. Ich glaube, jetzt mache ich aber das Safkon down. So, Damage plus 2. Nein, wir wollen keine Grimasse lernen. Okay, mal schauen, das kommt ein Thermopod. Ein Shiny und was bringt sie noch raus? Ein Pinsir. Wunderbar, Angriff plus 4. Und das Feuerzahn müsste auch effektiv gegen das Pinsir sein. Ich wusste gar nicht, dass man eine VM lernen kann. Magst du viel Schaden? Aber ich kann das auch. Vonera setzt da ein. Auch wieder mit einem Hit.
Boah. Und hat beide Promo von mir halb down gemacht. Hey, mein Macholo entwickelt sich. So. Nee, das ist blau da hinten, okay. Kann ich mich in der Arena-Challenge irgendwie heilen lassen? Ich glaube mal, ich muss sie besiegen. Puh. Ein Jungglut und ein Katakami. Ja, dann schauen wir mal. Da werde ich erstmal gescannt. Alter, hat das Schaden gemacht. Bitte One-Taps. Sehr gut. Ein Keldeo. Das weiß ich wieder nicht, was es ist. Ich hoffe einfach, das Sandgrab jetzt hat das One-Tapped. Ach, Gott sei Dank. Angriff plus 1. Und Level 34. Oh, es überlebt, Gott sei Dank. Und Draghi, das laute Pokémon, die ich nicht kenne. Nein, du hast verfehlt. Na, damit ist mal Dinomon down. Und Draghi dürfte Selina auch noch als erstes angreifen. Cool. So, das dürfte nicht effektiv sein. Macht mich trotzdem mit einem Schlag halb down. Das ist Steinhagel. Das hat sogar recht gut Damage gemacht. Hm. Es kommt Giftschock, was macht das? So, Steinhagel. Vielleicht geht Keldeo down, dann kannst du mich nicht mehr angreifen. Ah, ist das schön. Die Frage ist, wenn ich noch einen Trainer besiegen muss, schaffe ich die Challenge not.
Pipi und Ragi ist auch down. Setzt Ditto ein, okay. Oh, sogar ein Shiny. Und ein Felilu. So, das ist in Ordnung. Oder so. Der Volltreffer gegen Fililu. Das ist die Frage, könnte mein Fußtritt den besiegen? War es zurückgeschreckt, das ist gut. Und oh, es ist schön. Okay, wir haben noch drei Pokémon und das, ich glaube, wir haben noch einen Trainer zu besiegen. So, Trainer hat Claudia besiegt. Ja, jetzt können wir einmal das Gelbe machen. Dann das Rote. Wenn ich jetzt das Blaue mache, die Frage ist gerade, kann ich um die hier rumgehen? Weil es ist jetzt das Gelbe hier, weil das ist jetzt offen. Nein, ich muss die besiegen. Kannst du mich heilen? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich die besiege mit drei Pokémon. Hallöchen. Könntest du bitte schlechte Pokémon haben? Keine Ahnung von Pokékämpfer haben, bitte? Schlurp und Dickda. Und ein Shiny Schlurp. Das war klar, dass das wieder sehr effektiv ist. Hat Schlurp verfehlt, der Steinhagel. Jetzt ist blöde Lehmschelle. Jetzt haben wir das Mod Stick da verfehlt. Aber solange der andere jetzt trifft, könnte ich glaube ich beide down machen. Nee. Der macht Superschall. Und damit wird jetzt mein eines Pokémon gleich down gehen. Mein Riesendino ist verwirrt. Raus ist überlebt mit einer Ab. Ich meine, ich habe zwar überhaupt keine Genauigkeit mehr. Na, ja, das haut sich selbst. Das andere müsste halt jetzt beide treffen, ne? Es hat beide getroffen. Und jetzt irgendwas, wo der Steinhagel sehr effektiv ist. Bei beiden. Und das klingt schon mal nicht so, als wäre es da sehr effektiv.
Bitte das. Vielleicht verschrecke ich beide. Oh, das war gegen Arak war auch sehr effektiv. Ist das schön? Bitte Dragoran sei zurückgeschreckt oder sowas. Ja, oder Agilität ist auch in Ordnung. Oh Gott, ein Linkada. Ja, ich bin nicht mehr verwirrt. Und du triffst beide. Dragoran ist down. Linkada ist auch halb down. Wenn jetzt noch mein Shiny Bruder vor Linkada angreifen darf und auch trifft, dann könnte ich sogar den Kampf gewinnen. Ich habe ja noch ein Pokémon in der Hinterhand. Ja, bitte treff. Ah, oh, scheiße. Ja, Shiny Brudi ist down. Mein Maschok ist auch schon mal down. Ah, ein Raupi, okay. Das ist in Ordnung. Ich benutze keinen Inno-Fadenschuss und Tackle. Komm, Riesendino als erstes Steinhagel. Du triffst beide. Und machst beide down. Oh mein Gott, warte, das ist ein schöner Kampf. Es war so ein unglaublich schöner Kampf. Wenn ich doch da oben jetzt rausgehe, dann muss ich doch direkt gegen den Arena-Leiter kämpfen, ne? Ohne dass es meine Pokémon Feuer heilt. So. Aber jetzt. Einmal hier getauscht. Hä? Ach so, ja, ich kann jetzt da in der Mitte durchlaufen. Ich war gerade irritiert und dachte mir, das da oben ist ja noch Wasser, ich komme da gar nicht lang. Wunderbar. Die Mission geschafft. Und alle Trainer 18 Pokémon besiegt mit 6 Pokémon, alles im Doppelkampf.